Holland. Das sind Windmühlen, Tulpen und 1,80 Meter große Blondinen mit Käse auf dem Arm. Der Automobilsektor beschränkte sich lange auf DAF oder Donkervoort. Doch seit 1999 spielt Holland in der obersten Sportwagenliga mit dem Spyker C8. 1997 habe ich meinem Partner Martin de Bruin begegnet. Der hatte damals schon angefangen, mit einem Sportwagen zu bauen. Und das war so ein erstaunliches Wagen, dass ich damals gedacht habe, wir sollten das in Produktion nehmen, ausentwickeln. Und das haben wir gemacht. Was Finanzier Müller und Konstrukteur de Bruin auf die Räder gestellt haben, ist ein Mittelmotorsportler mit über 400 PS und gut 1000 Kilogramm Kampfgewicht. Man sagt öfters, das ist ein Jungenstraum. Ich denke, das ist wahr. Die großen Jungs bauen den Spyker nahe Amsterdam in Handarbeit. Der Blick auf die Fahrwerkselemente zeigt einstellbare Stoßdämpfer, die über Pushrod-Anlenkung arbeiten. Feinste Rennwagentechnik. Herzstück des Wagens ist ein V8 aus Ingolstadt. Spyker bezieht weltweit exklusiv den Audi-Motor direkt vom Werk. Er ist eingebettet in ein gerade mal 85 Kilogramm leichtes Alu-Chassis, ähnlich dem des Lotus Elise. Der erste Prototyp des Coupés La Violette. Die Linienführung ist erkennbar, doch speziell im Heckbereich hat sich später noch vieles verändert. Der spektakuläre C12 diente zur Homologation des Le Mans-Rennwagens. Mit der Teilnahme an diesem Langstreckenklassiker knüpft Spyker an eine lange Tradition als Autobauer an. Spyker zum Beispiel war der erste, der einen Sechszylinder-Vierradwagen baute in 1903 und in den 20er Jahren Rolls-Royce of the Continent genannt wurde. Als wir Martin und ich die Idee hatten, um wieder einen Sportwagen in Holland zu bauen, haben wir uns umgesehen, ob wir die Marke wieder neu Leben eingeben konnten, und das ist gelungen. Der Propeller im Spyker-Logo erinnert an die kurze Zeit als Flugzeugbauer, wie auch die fließenden Linien im Design. Die Karosserie besteht wie das Chassis aus Aluminium. Die Heckansicht des Roadsters? Pur und schnörkellos spiegelt sie das Gesamtkonzept wider. Auch hier findet sich das Propeller-Design als Speiche im 18 Zoll Alurad. Entlüftungsgitter führen die Hitze des V8 ab. Der Unterboden am Heck soll Diffusorqualitäten besitzen. Innen begeben sich die Passagiere auf eine optische Zeitreise. Stehende Pedalerie, ein aus Alu gefrästes Lederlenkrad sowie Instrumente und Kippschalter, die an die Spirit of St. Louis von Flugpionier Charles Lindbergh erinnern. Der extravagante Schaltmechanismus und die bequemen Sportsitze komplettieren das Bild von einem außergewöhnlichen Fahrzeug. Der überarbeitete Audi V8 leistet hier 400 PS und stemmt maximal 480 Newtonmeter Drehmoment auf die Kurbelwelle. Das Unterhaltungspotenzial ist entsprechend weit oben angesiedelt. Der Spyker beherrscht alle Gangarten. Dahingleiten oder plötzliches Lossprinten. Ob 2000 oder 7000 Touren, Kraft schüttelt der V8 jederzeit locker aus dem Ärmel. Der Unterschied liegt allein in der Tonart. Entweder tief grummelnd oder heiser schreiend. Von 0 auf Tempo 100 rast er in 4,5 Sekunden. Maximal sind 300 km/h drin. Die Agilität des leichten Mittelmotorsportlers fordert den Fahrer heraus. Nicht umsonst spendiert Spyker jedem Käufer einen Tag auf der Rennstrecke von Zandvoort. Mit Hilfe des Tourenwagen- und GT-Spezialisten Peter Cox kann dort jeder seine persönliche Fahrwerksabstimmung erarbeiten. Exklusivität hat ihren Preis. Mindestens 250.000 Euro werden für den holländischen Propeller Roadster fällig.